Alexandra Platzer von der ÖVP Oberösterreich ist am Wort. Ich erteile dieses. Hohes Haus, sehr geehrte Frau Präsidentin, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Geschätzter Herr Minister, Frau Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseher. Wir haben jetzt schon viel von der ökosozialen Steuerreform gehört, aber ein Paket oder eine Reform mit einem Umfang von 18 Millionen Euro und einer wirklich breiten Entlastung verdient sich das auch. Es werden arbeitende Menschen entlastet, Anreize für umweltfreundliches Verhalten geschaffen und wir können den Standort Österreich mit dieser ökosozialen Steuerreform weiter stärken. Die letzten beiden Jahre waren für uns alle nicht leicht, für den einen mehr, für den anderen weniger. Für mich als Unternehmerin und Touristikerin war es manchmal sogar kritisch, aber diese Regierung hat uns nicht im Stich gelassen und darum freut es mich schon, wenn ich höre, dass die Beschäftigung in Österreich beinahe wieder auf Vorkrisenniveau ist, wir gesamtwirtschaftlich besser durch die Krise gekommen sind als andere europäische Länder und uns heuer ein prognostiziertes Wirtschaftswachstum von 5,2% erwartet. Im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz sind wir hier Spitzenreiter. Und die heute zur Abstimmung stehende Reform trägt in den Prognosen mit 1% zum BIP-Wachstum bei, wie unser Herr Finanzminister schon erwähnt hat. Und es findet natürlich auch in ganz Europa große Bewunderung. Somit kann man sich die Steuerreform auch leisten und das generiert doch bitte auch Hoffnung. Wir entlasten auf allen Ebenen, zum Beispiel beim Familienbonus, bei der Entlastung von Arbeit und Pensionen, der Entlastung von Land- und Forstwirtschaft und der Wirtschaft haben ja wirklich alle etwas davon. Alleine bei der Erhöhung vom Familienbonus von 1.500 Euro auf 2.000 Euro, beim Kindermehrbetrag von 250 auf 450 Euro und dem regionalen Klimabonus für Kinder entlasten wir mit diesem Paket mit 665 Millionen Euro. Es profitieren somit 1,75 Millionen Kinder davon. Unsere Regierung zeigt hier eindeutig, dass sie es verstanden hat, dass man in unsere Kinder und deren Zukunft investieren muss. Ich würde jetzt gerne noch ein paar wichtige Meilensteine herausheben, besonders für uns Unternehmer, die wir heute beschließen können. Es betrifft nämlich erstmals alle Steuerzahler, wie zum Beispiel bei der Tarifreform und der Absenkung der Lohn- und Einkommensteuersätze von 35% auf 30%, von 42% auf 40%. Und auch durch die Anhebung des Gewinnfreibetrages von 13% auf 15% profitieren nicht nur kleine und Einpersonenunternehmen, die wir, wie wir alle wissen, auch das Rückgrat der Gesellschaft sind. Die Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge für Selbstständige und Landwirte oder auch die Erhöhung der Grenze auf geringwertige Wirtschaftsgüter von 800 auf 1.000 Euro ist ein wichtiger Impuls. Gerade im Tourismus haben wir viele kleine Investitionen und Anschaffungen und brauchen diese administrative Entlastung, um auch wieder die Liquidität zu steigern. Und natürlich profitieren von der Senkung der Körperschaftssteuer auch größere Unternehmen. Aber genau hier wurde mitgedacht. Und unser schöner Standort Österreich durch die 2% Senkung wieder im Vergleich international attraktiviert. Damit die Unternehmen hier bleiben und nicht ins Ausland abwandern. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass wir somit auch wieder unzählige Arbeitsplätze absichern können und mit dieser Steuerreform bitte eine Beschäftigungserhöhung von bis zu 30%, bis zu 30.000 Personen erwarten. Auch eine Mitarbeitererfolgsbeteiligung beinhaltet diese Reform, mit dem die Arbeitnehmer profitieren können, wenn sie zum Beispiel im eigenen Unternehmen sich gut einbringen und deren Unternehmer oder deren Chefs sie am Gewinn beteiligen. Sie sehen also, hier wird überall entlastet, damit sich auch Leistung wieder lohnt. Ich bitte daher um große Zustimmung, damit unsere Österreicher und Österreicherinnen wieder ein bisschen mehr im Geldbörserl haben. Herzlichen Dank.
betont Alexandra Platzer von der ÖVP in Oberösterreich.